Ihr habt euch, und ich muss sagen, sehr zu meiner Freude, für den Schwarzen See entschieden, weil das hat mir die Möglichkeit gegeben, meinem lieben Kollegen, meinem lieben Autorenkollegen und Podcast-Kollegen Andreas Winkelmann einen kleinen Streich dahingehend zu spielen, dass ich ihn spüren lassen konnte, was er seinen Protagonisten antut, was er den Opfern in seinen Büchern antut und ganz speziell in diesem Buch, in Wassermanns Zorn. Diejenigen von euch, die das Buch kennen, wissen, wovon ich rede. Für die anderen, lasst euch gleich überraschen. So, jetzt sollten wir normalerweise hier zu zweit sitzen und sollten über diese Challenge plaudern. Leider ist das nicht möglich, denn leider ist etwas schiefgegangen bei dieser ganzen Geschichte. Ich könnte euch jetzt erzählen, was es war, aber schaut es euch einfach selbst an. Dem Arno solch eine Gemeinheit nicht zugetraut. Ich dachte, du kennst mich besser. Ich denke, du hast da drin wahrscheinlich irgendwann den Punkt erreicht, an dem es dir wirklich nicht mehr egal war. Ich meine, du wusstest auf der einen Seite natürlich, wir lassen dich jetzt nicht 100% absaufen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass irgendwann, als das Wasser dann wirklich über den Mund kam, dass da irgendwann der Punkt erreicht ist, wo man dann wirklich so ein bisschen Panik bekommt. Was macht das mit einem in diesem Moment? Was passiert da? Ich habe es eben schon gesagt, ich bin wirklich noch ein klein wenig geschockt, wenn nicht sogar traumatisiert. Als ich den Sarg gesehen habe und da reinsteigen musste und ich wusste, du schiebst den dann ins Wasser, fand ich das noch lustig. Da habe ich gedacht, okay, ist eine Challenge und ich bin sowieso wasseraffin. Ich fahre gerne Kajak und gehe auch in den kältesten Bergsee. Das war für mich alles in Ordnung. Als der Sargdeckel zuging, und dieser Sarg ist wirklich sehr dicht gewesen, es fiel dann auch kein Licht mehr rein. Da wurde mir schon ein bisschen mulmig. Und als der dann über den Uferstreifen, über diesen Schotterstreifen ins Wasser geruckelt ist, dieser Sarg, und ich merkte, dass von außen langsam Wasser eindringt, wurde mir noch mulmiger. Dann habe ich mir gedacht, der Arno wird das nicht übertreiben, also er wird mich schon gleich wieder aus dem Sarg rauslassen. Ganz so einfach hast du es mir dann doch nicht gemacht. Ich lag dann also da drin, in diesem Sarg. Um mich herum war Schwärze, Dunkelheit. Ich hörte das Plätschern des Wassers gegen die Seitenwände. Und der war nicht so dicht, der Sarg. Also es kam auch Wasser rein, von unten und von oben. Es lief mir irgendwann auch ins Gesicht. Der Wasserpegel stieg immer weiter an. Es war kalt. Ich wusste nicht, was passiert, wann Arno mich da wieder rausholt. Ich habe auch geklopft und gerufen, da hat aber niemand darauf reagiert. Und als das Wasser dann so langsam den Brustkorb bedeckte,
war das so ein Gefühl als, ja, so ein Gefühl der Panik, denke ich mal. Ich konnte mich noch kontrollieren, weil ich immer noch mir gewünscht habe, gleich ist das Spiel zu Ende. Arno wird es nicht übertreiben. Und dann ging es aber trotzdem weiter. Und das Wasser stieg immer schneller, je tiefer dieser Sarg gesunken ist. Irgendwann hat es dann den Hals erreicht. Und ich habe den Kopf nach oben gereckt und wirklich so, wie man es aus Filmen kennt, den Mund ganz nach oben unter den Sargdeckel, um auch noch Luft zu bekommen. Irgendwann war dann aber der Zeitpunkt erreicht, wo dieser Spalt zum Sargdeckel immer schmaler wurde und das Wasser immer weiter stieg und ich für einen Moment tatsächlich auch geglaubt habe, vielleicht ist in Deutschland nicht genug Platz für zwei Thriller-Autoren unseres Kalibers und Arno hat sich dafür entschieden, einen davon aus dem Weg zu räumen. Das schoss mir dann so durch den Kopf. Das waren meine letzten Gedanken und dann war das Wasser plötzlich da und es lief mir das erste Mal in den Mund und in die Nase und das war alles andere als schön. Also man schreibt ja als Autor relativ leichtfertig über Morde oder was man seinen Protagonisten antut. Gerade so im Wassermanns Zorn habe ich die Menschen ertrinken lassen und habe auf Lesungen immer damit ein bisschen gescherzt und gespielt, dass ich selber mich in einen Pool gelegt habe, um nachzuempfinden, wie das ist, wenn man ertrinkt. Das habe ich damals auch gemacht, aber es war nichts dagegen, wie in diesem Sarg zu liegen. Und ich hatte die Kontrolle nicht. Ich konnte den Deckel nicht öffnen. Und das Wasser war dann plötzlich so weit, dass ich nicht mehr atmen konnte. Ich habe dann die Luft angehalten. Und das war wirklich ein Moment, da werde ich sicherlich noch lange dran zurückdenken. Ich denke mal, ich werde davon träumen in einigen Nächten. Und es hat mir wirklich vor Augen geführt, dass das kein Spaß und kein Spiel ist und dass man empathisch mit seinen Figuren und auch mit seinen Opfern umgehen muss, weil es geht schnell. Es kann dir selbst passieren. Du musst nur einmal in deinem Leben auf einen bösartigen Kollegen treffen und schon bist du tot. Und es ist für Autoren, für Thriller-Autoren, Krimi-Autoren auch wirklich wichtig, Grenzerfahrungen zu erleben, Ängste auszuhalten, die eigenen Ängste auszustehen. Und das kann man wirklich nur, Arno, das kann ich dir jetzt aus Erfahrung sagen, wenn man sich mit Haut und Haar in eine solche Situation begibt. Und deswegen an dieser Stelle, auch du, Arno, wirst eines Tages erleben, wie es sich anfühlt, zu sterben. Wir werden es staunend erleben. Wie gesagt, noch bin ich in der Situation, dass ich der ganzen Sache recht gelassen gegenüber sehe. Aber wer weiß, nach den nächsten drei, vier Folgen unserer zweiten Staffel, unseres Podcasts Zwei Verbrecher, wissen wir mehr. Entweder werde ich dann mir schon Gedanken machen, was ich dir als nächstes antun kann, oder werde mir vielleicht langsam Gedanken machen, ob das dann vielleicht der Punkt ist, aus dieser Zwei Verbrecher-Podcast-Geschichte auszusteigen. Schauen wir mal, wie es dahin. Aber es gibt ja neben deinen Erlebnissen, die du hattest, neben meinem Spaß, den ich hatte, bis zu einem gewissen Punkt, noch etwas anderes. Es gab nämlich ein Gewinnspiel. Ja, genau. Wir haben in Kooperation mit Nintendo eine Switch mit diesem mysteriösen Spiel Deadly Premonition zu verlosen. Wir haben eine Gewinnerin und ihr Name ist Franziska Fischer. Herzlichen Glückwunsch, du hast eine neue Nintendo Switch mit dem Spiel Deadly Premonition. Also ich habe total lange geübt, damit ich diesen Titel auch einigermaßen stolperfrei Du hast überbringe. meine volle Bewunderung. Ich hätte es wahrscheinlich nicht geschafft. Ja, auch von mir ganz, ganz herzlichen Glückwunsch zum Gewinnen dieser Nintendo Switch und dieses Spiels mit dem komischen Namen. Ja, lieber Andreas, was bleibt noch zu sagen? Ich freue mich riesig, dass jetzt ganz bald schon die zweite Staffel beginnt unseres Podcasts Zwei Verbrecher. Wir können euch so viel versprechen. Wir haben in der ersten Staffel langsam begonnen und werden jetzt in der zweiten Staffel etwas anziehen oder sogar ein gutes Stück mehr anziehen. Andersrum gesagt, wir haben relativ einfache Fälle ausgesucht in der ersten Staffel. Wir haben Fälle beide, wir haben Fälle, True Crime Fälle ausgesucht, die man relativ schnell finden konnte, wenn man danach gesucht hatte, was man also relativ schnell auflösen konnte. Das wird jetzt in der zweiten Staffel etwas schwieriger sein. Also sowohl die True Crime Fälle werden schwieriger, werden komplizierter, werden nicht mehr so bekannt sein wie in der ersten Staffel. Ich denke, und ich kann da für uns beide sprechen, als auch die von uns erfundenen Geschichten werden noch einen Zacken drauflegen, eine Stufe höher klettern, um es nicht nur für uns gegenseitig, sondern auch für euch schwieriger zu machen beim Miträtseln.
denn wir haben ja beide voneinander gelernt in der ersten Staffel. Wir haben uns aufeinander eingeschossen. Wir wissen ein wenig, wie der jeweils andere tickt und woran wir erkennen können, ob das jetzt eine True-Crime-Geschichte ist oder eine erfundene. Das müssen wir berücksichtigen bei der neuen Staffel. Und wir haben ja das Glück eines riesigen Fundus an wahren Verbrechen, die es auf der ganzen Welt gibt. Viele davon sind auch wirklich nicht bekannt. Dieser Fundus ist auch so schnell nicht erschöpft. Und ich bin selber immer wieder erstaunt, wenn ich ein wenig recherchiere, was für unglaubliche Verbrechen es weltweit gibt. Ich danke dir ganz herzlich dafür, dass du das mitgemacht hast. Ja, selbstverständlich. Dass du es wirklich, Chapeau, dass du es so klasse durchgezogen hast, bis zu fast zum bitteren Ende. Und ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich auf alles, was jetzt kommt. Und es geht einfach weiter. Genau, mit Spaß und Freude an der Sache. Bis bald. Alles Gute, bleib gesund.